Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Zum DAX-Check begrüße ich jetzt Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Schröder, heute sehen wir den DAX ja nach dem IFO-Geschäftsklimaindex wieder steigen. Ist das Ihrer Meinung nach lediglich hier ein kurzes Aufglimmen oder sehen Sie charttechnisch da noch andere Signale? Eigentlich wollte ich Sie ja jetzt erstmal vorneweg mit Hallo Carola begrüßen, aber wollen es ja auch nicht übertreiben, trotz der, ja, Sie haben es angesprochen, schönen Eröffnung im DAX, jetzt hier begleitet von dem IFO-Index. Gestern haben wir alle die Köpfe in den Sand gesteckt, als die Einkaufsmanager Zahlen hier für Europa, für Deutschland, Frankreich ein bisschen unter der Erwartung waren. Der DAX deutlich unter Druck geriet. Heute das Ganze wieder in die andere Richtung. Aber daran sieht man schon, wir sind im Moment in einer Konsolidierung in der Richtungssuche. Und dabei, wir haben es im Aktionär schon mal beschrieben, die 11.700, 11.600 Punkte Marke als horizontale Unterstützungen haben gehalten. Bei 11.675 ist der Index gestern wieder nach oben gedreht, heute mit Schwung über die 11.8, aber für Entwarnung ist es noch zu früh. Man sieht es hier, wir sind hier immer noch in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Fakt ist, für die Bullen muss es jetzt einfach mal wieder über die 12.000 Punkte gehen. Dann kann man mal wieder Richtung Allzeithoch schielen. Nach unten, ja, die 11.600 Marke sollte halten. Aber schlussum, ich habe auch jetzt hier kurz vor dem hoffentlich sehr sonnigen Wochenende kein neues Produkt am Mann dabei. Anleger sollen vielleicht einfach mal jetzt auch ein bisschen durchatmen und vor dem Wochenende nicht nochmal hier, ob spekulativ oder konservativ, in den DAX einsteigen. Einfach mal das Wochenende genießen. Am Montag werden die Karten neu gemischt. Ich hoffe natürlich mit grünen Vorzeichen, dass wir hier die 12.000er Marke wieder in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, da können wir uns ja dann am Montagmorgen wieder drüber unterhalten. Das können wir. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende, Michael Schröder. Alles klar. Danke. Tschö.